Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder, eure Sandora, und wir schauen uns heute Oh My Balls an. Ja, einige werden das noch kennen, also ich zumindest aus meinen jüngeren Jahren. Ja, und dann gucken wir hier mal rein, was die Options bieten. Und Music, Volume, Auto, Swap, Resolution, Quality. Gut, da können wir uns einiges einstellen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal ein Spiel. Oh, guck mal, wir können noch auswählen, Rechtshänder oder Linkshänder. Das ist immer gut. So, hier können wir jetzt die, ja, Welten aussuchen. Ich habe nur diese eine momentan. Ich habe schon ein bisschen gespielt, aber ich fange gleich nochmal von vorn an, Level 1. Dann klicken wir hier Select und dann gehen wir hier mal zurück auf das erste. So, wir haben ja auch noch einen Spell, der schaltet sich aber erst frei, wenn ja, wir eine bestimmte Anzahl von Bällen abgeschossen haben. Und ja, Primary, die Waffe. Ich kann euch leider noch nicht sagen, ob hier nachher noch andere Waffen hinzukommen. Soweit bin ich noch nicht. Hier können wir uns noch einstellen, normal, hard oder very hard. Wir lassen das Ganze jetzt mal auf normal. Und dann drücken wir einfach wieder Select. Und dann geht's los. So, hier kriegen wir jetzt nochmal ein bisschen was erklärt, wie wir uns via Handy porten und mit der Waffe. Ja, hier sehen wir unser Leben. Schade, dass die Hand hier so drinne ist. Das ist irgendwie... Ah, jetzt ist er weg. Fireball. Okay, wann der dann ready ist. Und der Balltracker ist, wie viele Bälle hier jetzt rumschweben. Ja. So, hier sehen wir übrigens die Farben, die dann aus der Kanone kommen. Von der ersten hier oben, das wird die sein, die dann rauskommt. So, und so können wir uns jetzt porten. Dafür drücke ich den Thumbstick einfach nach hinten. Und dann können wir uns hier frei bewegen. Und ich glaube jetzt, die Bälle, die laufen dann in die Richtung. Laufen hier dann so durch. Und da hinten dürfen sie nicht reinkommen. Na? Eigentlich ganz easy am Anfang. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Müssen immer drei haben. Und an anderen ist dann immer so Munition dran, ne? Und dann kriegen wir halt Munition zu, die sehen wir hier oben. 76 haben wir gerade. Oh. Da hinten ist auch noch blau. Zack. Zack. Jetzt habe ich noch einen blauen, den schieße ich einfach mal weg. So. Jetzt wäre der Fireball ready gewesen. So, und dann gehen wir mal ins zweite Level. Zack. Oh, blau, rot, grün, rot. Oh, falsch. Rot. Der geht jetzt mit dem zusammen. Der jetzt mit dem. Zack. Ich habe keinen blauen, okay. Da ist noch grün. Zack. Rot. Grün, rot, den habe ich nicht, den rot, zack, bam, grün habe ich gerade nicht. So, nehmen wir jetzt mal einen Feuerball, zack, der zerstört dann nur ein. Den dahin, zack. Woo!
uns ja mal hier vorne hinstellen. Noch dichter dran am Geschehen hier. Oh nee, das war falsch. Den. Rot habe ich nicht. Blau habe ich. So, jetzt haben wir noch da vorne blau. Dann nehmen wir den Feuerball. Zack. So. Also es wird nachher nicht einfacher. Machen wir mal noch das dritte Level. So, da sind wir jetzt in der Raumstation. Das bin ich hier. Ach, guck mal, meine Person, die bleibt da einfach stehen. Dann porten wir uns jetzt mal hier. Zack. Grün. Das Rot. Oh, jetzt verschwinden die alle. Kann ich hier irgendwo noch raus? Ach, guck mal, hier können wir noch hin. Gehen wir mal hier hin. Grün, blau. Blau habe ich nicht. Grün, grün. Rot, rot. Rot, ja, läuft. Den da, grün. Oh. Blau, grün habe ich nicht gerade. Ach, da wäre er jetzt gekommen. Zack. Zack. Rot, grün. Ach, Mensch, den hätte ich doch hinschießen können. Zack. Okay, gehen wir mal wieder hier oben hin. What? Ach, guck mal, da fahren die weiter. Oh nee, das ging schief. Okay, kann ich hier noch weiter? Ja. Na? Nein, da oben hin. Hä? Kann ich hier nicht rauf? Doch. Jetzt sind die da. Zack. Kann ich hier irgendwo oben hin? Da? Wow. Schnell! Grün. Wow. Zack. Juhu. Ja, haben wir das auch geschafft. Richtig coole Sache. Ja, wie gesagt, also es wird hier nachher wirklich schwerer. Hier haben wir nachher wirklich so eine ganze Kolonie. Und ist sehr cool gemacht, weil wir uns auch wirklich überall so hinbewegen können. Teilweise müssen wir echt gucken, wo denn Wege irgendwo hinführen. Weil ich habe auch beim zweiten Level habe ich nicht gecheckt, dass ich da noch rausgehen kann und da oben nachher überall rumlaufen kann. Also immer Augen offen halten. Ja, ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Macht mega Spaß. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Haut auch auf die Glocke, damit ihr immer erfahrt, wann es was Neues bei uns zu sehen gibt. Und dann sage ich auch schon wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.